So, wir haben Tag 4 auf Korsika. Ich habe gerade die dritte Nacht auf dem Zeltplatz verbracht. Und mein Schweizer Kollege fährt leider schon wieder ab. Der fährt Richtung Süden. So wie ich es dann nach der fünften Nacht tun werde. Ja, gestern habe ich eine schöne Wanderung gemacht. Es war eigentlich ganz angenehm, mal nicht nur Motorrad zu fahren. Ja, und heute soll es dann mal wieder ein bisschen ins Gelände gehen. Eigentlich habe ich jetzt erstmal vor, dieselbe Strecke wie das letzte Mal zu fahren. Nur andersrum, weil mir irgendwie so ein bisschen der Verdacht kommt, dass die andersrum sehr viel besser ist. Also, mit besser heißt einfacher. Ja, und dann werde ich mir mal die Strände an der Ostseite von Korsika angucken. Und natürlich Bastia oder Bastia. Ich weiß noch nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Weil das habe ich noch gar nicht gemacht, bis auf meine Ankunft mit der Fähre. Aber da habe ich ja eher weniger von der Stadt gesehen. Deswegen ist heute mal Sightseeing und Badetag und ein bisschen Offroad fahren. Ja, das hier ist Nonza. Ein relativ bekannter Ort in Korsika, habe ich mir sagen lassen. Aufgrund des schwarzen Strandes, den man dann drüben auf der anderen Seite sieht. Ne, das ist hier quasi die Altstadt. Hier kann man sich mittags überhaupt nicht aufhalten, weil hier überall Motorräder stehen. Und alle einkehren. Und das dort unten ist der schwarze Strand. Der ist tatsächlich nicht weiß oder gelb, wie man sich sonst immer Sand vorstellt. Sondern der ist tatsächlich schwarz. Und es gibt sehr viele Leute, die da anscheinend einen Haufen weiße Steine zusammensammeln und da irgendwelche Figuren oder Sprüche reinlegen oder einfach nur ihre Namen. We'll be right back.
Und das da ist irgendeine italienische Insel, Isla della Schiefgestalt. Eigentlich echt nett hier. Es ist so geil. Punkt 12, naja. Die hier sind ein bisschen früh dran. Aber allgemein, die Franzosen. Oh, Scheiße. Gewirkt. Aber allgemein, die Franzosen. Wenn Mittagszeit ist, fahren die dann rechts ran, dann wird hinten der Kofferraum aufgemacht und auf der Hutablage die Brötchen geschmiert. Wenn das dann gemacht ist, klappen die Hutablage hoch, setzen sich in ihren Kofferraum und mampfen dort ihre Brötchen. Das ist so geil. Und ich dachte immer, die Deutschen nehmen immer ihr Essen überall mit hin, aber die Franzosen sind da noch viel schärfer. Fähre nach zu urteilen, die gerade da drüben fährt, ist es noch ein ganz schönes Stück bis Bastia. Ich denke mal, die wird nicht einfach so dann nach rechts ausscheren und anlegen, sondern die werden schon so in den Hafen einfahren, dass sie quasi
orthogonal zur Küstenlinie einfahren. Orthogonal, jetzt habe ich es. Schwieriges Wort. Heißt 90 Grad Winkel. Wieder was gelernt.